Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. CDU-Chefin Merkel hat ihre Partei mit einem Appell zur Geschlossenheit auf das Wahljahr 2017 eingeschworen. Die Gesellschaft sei stark polarisiert, deshalb werde die Bundestagswahl kein Zuckerschlecken, sagte sie auf dem Parteitag in Essen. Eindringlich bat Merkel um Unterstützung für ihre erneute Kanzlerkandidatur. Nach der Rede bestätigten die Delegierten ihre Vorsitzende im Amt mit einem Ergebnis von 89,5%. Es wurden abgegeben für Dr. Angela Merkel 845 Stimmen. Das sind 89,5%. Ein wenig erleichtert wirkt sie schon. Angela Merkel erhält in Essen zwar kein Spitzenergebnis, aber auch kein katastrophales. In ihrer Rede hatte die Parteivorsitzende zuvor deutlich gemacht, auch sie wünsche sich keine zweite Flüchtlingswelle wie im vergangenen Jahr. Eine Situation wie die des Spätsommers 2015 kann, soll und darf sich nicht wiederholen. Die Kanzlerin geht auf parteiinterne Kritiker zu, spricht sich für weitere Verschärfungen im Bereich der Flüchtlings- und Innenpolitik aus und erhält hierfür den stärksten Applaus. Deshalb ist die Vollverschleierung bei uns nicht angebracht. Sie sollte verboten sein, wo immer das rechtlich möglich ist. Sie gehört nicht zu uns. Die Stellvertreter Klöckner, von der Leyen und Bouffier holten allesamt schwächere Ergebnisse als Merkel. Auch Thomas Strobel, der im Essener Leitantrag einer ersten Blaupause für das Wahlprogramm zuvor eine verschärfte Asylpolitik eingebracht hatte. Als Quittung für Kritik an der Kanzlerin verstehe er sein Ergebnis aber nicht, so Strobel. Mir geht es um die Sache, dass wir das Richtige tun, dass wir die Sorgen der Menschen ernst nehmen, die Probleme dann lösen. Um die kommende Bundestagswahl zu gewinnen, müsse die Union nun geschlossen an einem Strang ziehen, so Angela Merkel. Denn ohne die Unterstützung aller Mitglieder könne sie kein viertes Mal gewinnen. Ihr müsst mir helfen. Angela Merkel fordert Einigkeit auf einem Parteitag, auf den CSU-Chef Seehofer nur seinen Generalsekretär als Vertreter schickte, weil sich die Union weiterhin nicht völlig einig ist. Eine Einschätzung zum ersten Tag des CDU-Parteitages nun live von Tina Hassel aus Essen. Ja, erst 11 Minuten Applaus, den Merkel sichtlich genießt, dann das zweitschlechteste Resultat ihrer Geschichte. Die beiden Botschaften dieses Parteitags. Merkel hatte ein ehrliches Ergebnis gewollt und es bekommen. Die CDU, die sich bei Abstimmungen häufig strategisch, manche sagen opportunistisch verhält, schickt ihre Spitzenkandidatin diesmal mit einem erheblichen Dämpfer in den Wahlkampf. Dabei hatte Merkel eindringlich um Unterstützung geworben und ungewöhnlich weitreichend die Botschaften gesetzt, die ihre Partei so dringend hören will, bis hin zum Verbot der Vollverschleierung. Aber das sind eben eher Symbole. In der Substanz macht Merkel klar, dass sie auch weiterhin ihrer Partei viel zumuten wird und dass sie, Zitat, nicht über jedes Stöckchen springt. Das und der Groll über die verlorenen Landtagswahlen erklären Merkels Ergebnis. Eine Demontage aber ist es nicht, hören wir hier immer wieder. Und damit zurück zu Susanne Daubner. Das Bundesverfassungsgericht hat 3 Stromkonzernen Entschädigungen zugesprochen, weil der Zeitplan für den Atomausstieg mehrfach verändert wurde. 2010 hatte die damalige Bundesregierung aus Union und FDP die Restlaufzeiten zunächst verlängert, nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima dann aber wieder verkürzt. Das war nach dem Karlsruher Urteil zwar nicht verfassungswidrig, begründet aber bestimmte Ansprüche auf Schadenersatz. Über die Höhe wurde noch nicht entschieden. Es ist ein dickes Ding von rund 130 Seiten, das Urteil zum Atomausstieg. Weitgehend ist der Ausstieg mit dem Grundgesetz vereinbar, teilweise muss nachgebessert werden, mit Blick auf das jahrelange Hin und Her. Zunächst der Atomkonsens von Rot-Grün und den Konzernen, der 2002 Gesetz wurde. Geplanter Ausstieg 2022. Im Jahr 2010 verlängerte Schwarz-Gelb die Laufzeiten wieder. Nach der Katastrophe von Fukushima die erneute Kehrtwende. 8 Atommeiler wurden sofort abgeschaltet, festes Ausstiegsdatum für alle anderen spätestens 2022.
Doch im Jahr 2002 hatte man den Konzernen zugesagt, dass ihre Kraftwerke noch bestimmte Mengen an Strom produzieren dürfen. Darauf durften sich die Konzerne verlassen, so das Gericht heute. Dem 13. Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes fehlen jedoch Kompensationsregelungen. Soweit im Jahr 2002 zugeteilte Reststrommengen nicht mehr verbraucht werden können. Etwa beim AKW Krümmel, das 2011 nicht wieder ans Netz ging. Dafür muss nun ein Ausgleich her. Und für Investitionen, die die Konzerne noch kurz vor Fukushima getätigt hatten. Ich glaube, es wäre nicht richtig, wenn wir hier und heute über die Höhe von Entschädigungen spekulieren. Das ist nun die Aufgabe des Gesetzgebers, hier einen verfassungskonformen Zustand herzustellen. Milliardenforderungen, wie sie den Konzern vorgeschwebt haben, sind damit vom Tisch. Es gibt Dinge, die wir heilen müssen. Das sind die Ausgleichsregelungen für die beiden Anlagen Krümmel und Mülheim-Kärlich. Das ist eine Aufgabe, die wir lösen können. Trotz der nun fälligen Ausgleichsregelungen, das Urteil bestätigt in wesentlichen Teilen den beschleunigten Atomausstieg von 2011 und belegt auch die damalige Begründung, dass die Katastrophe von Fukushima eine neue politische Bewertung der Risiken in Sachen Atomkraft nötig gemacht habe. Wie hoch könnte die Entschädigung für die Stromkonzerne ausfallen und wie soll sie ermittelt werden? Auf tagesschau.de beantworten wir die wichtigsten Fragen zum Karlsruher Urteil. Frankreich hat einen neuen Regierungschef. Der bisherige Innenminister Bernard Cazeneuve übernimmt das Amt des Premierministers. Der 53-jährige Sozialist folgt auf Manuel Valls, der gestern zurückgetreten war, weil er sich um das Amt des Präsidenten bewerben will. Im Frühjahr wählen die Franzosen ein neues Staatsoberhaupt. Amtsinhaber Hollande tritt nicht wieder an. So feierlich und würdevoll geht es im Amtssitz des Premierministers selten zu. Knapp 5 Monate vor der Präsidentschaftswahl bekommt Frankreich noch einmal einen neuen Premierminister, weil Manuel Valls, der bisherige Amtsinhaber, jetzt selbst Präsident werden möchte. Ich verlasse den Amtssitz, weil es in meinen Augen nicht möglich war, Premierminister zu bleiben und gleichzeitig um die Präsidentschaft zu kämpfen. Aber ich gehe ruhig, weil ich weiß, dass hier ein großer Staatsmann Einzug hält, Sie, Bernard Cazeneuve. Der Neue kennt das politische Geschäft gut. Erst Europaminister, dann Haushalts- und Innenminister, jetzt Premierminister. Und das alles innerhalb von knapp 5 Jahren. Beschützen, voranschreiten, die Zukunft vorbereiten, voilà. Das ist das, was ich versuchen werde, bescheiden umzusetzen unter der Verantwortung des Präsidenten. Bernard Cazeneuve, 53 Jahre alt, war immer zur Stelle, wenn François Hollande sein Kabinett umgebildet hat. Auch jetzt ist er da, um die wohl wichtigste Funktion seines politischen Lebens zu übernehmen. Beschützen, das ist unter anderem der Auftrag, den ich Bernard Cazeneuve, dem neuen Premierminister, gegeben habe. Eine große Aufgabe für Bernard Cazeneuve, der die zerstrittenen Sozialisten zusammenhalten muss. Nüchtern, sachlich und ruhig, so wird er beschrieben. Den Franzosen ist er vor allem als souverän agierender Innenminister während der Terrorattentate in Erinnerung. Und François Hollande hat in den letzten Monaten seiner Amtszeit einen Premier, der stets loyal zu ihm gehalten hat. In Österreich ist das Endergebnis der Präsidentenwahl vom Sonntag verkündet worden. Auf den Wahlsieger, den ehemaligen Grünen-Chef Van der Bellen, entfielen danach 53,8%. Für den unterlegenen FPÖ-Politiker Hofer votierten 46,2%. Der künftige Bundespräsident wandte sich danach mit einem ersten längeren Statement an die Bürger. Er wolle Gräben zwischen beiden Lagern schließen und für eine andere Gesprächskultur eintreten. NATO und EU wollen künftig enger zusammenarbeiten. Die Außenminister der westlichen Verteidigungsallianz haben dafür ein umfangreiches Programm beschlossen. Es geht unter anderem um Marineeinsätze, Rüstungsforschung und die Abwehr von Cyberattacken. Angesichts der Spannungen mit Russland und den Konflikten in Syrien und im Irak müssten die Kräfte gebündelt werden, hieß es auf dem Treffen in Brüssel. Vor der libyschen Küste überwachen Schiffe im Auftrag der EU das Mittelmeer, versuchen Schmugglern das Handwerk zu legen. Seit kurzem hilft dabei die NATO mit Aufklärungsflügen und Datenaustausch. Dieses gemeinsame Projekt soll Schule machen. NATO und die EU werden gemeinsame Strukturen aufbauen und nutzen. Wir haben uns entschieden, uns künftig in Verteidigungsfragen eng abzustimmen. 40 gemeinsame Projekte werden beschlossen. Mehr Teamwork, wohl kein Zufall, so kurz nach der Wahl von Donald Trump. Trump hatte den Sinn der NATO öffentlich bezweifelt, noch Außenminister Kerry beschwichtigt.
Europa ist stark und auch die NATO ist ein starkes Bündnis. USA und EU teilen die gleichen Werte und Interessen. Diese Geschlossenheit ist sehr, sehr wichtig. Die Europäer sollen mehr Geld ausgeben für ihren militärischen Schutz, fordern die USA. Auch Deutschland bleibt bisher hinter den NATO-Vorgaben zurück. Wir sind gehalten, unsere eigenen Verteidigungsanstrengungen zu stärken. Das tun wir auch durch signifikante Steigerungen auch im deutschen Bundeshaushalt für Verteidigung. Aber dennoch bleibt richtig, dass die Besinnung allein auf militärische Stärke in dieser Art von Konflikten nicht ausreichen wird. Washington trägt die Hauptlast der NATO-Verteidigungsausgaben. Noch. Denn auch wenn John Kerry bei seinem letzten Besuch als Außenminister die wichtige Rolle der Allianz betont, auch für die USA, was das Bündnis in Zukunft bei einem US-Präsidenten Trump erwartet, ist ungewiss. In Deutschland ist die Diskussion über Zuwanderung und Kriminalität durch eine Festnahme in Bochum angeheizt worden. Ein Asylbewerber aus dem Irak ist dringend verdächtig, eine Studentin vergewaltigt und eine andere schwer verletzt zu haben. Beide Opfer stammen aus China. Inzwischen erging Haftbefehl gegen den Mann. Er bestreitet die Taten, wird aber durch DNA-Spuren an beiden Tatorten belastet. Für die Polizei und Staatsanwaltschaft in Bochum ist es ein Fahndungserfolg. Es gehe um zwei Fälle, eine versuchte und eine vollendete Vergewaltigung. Beide Male suchte sich der Täter im Univiertel in Bochum chinesische Studentinnen als Opfer. Beide gaben den Hinweis, dass es sich um einen Ausländer handeln könnte. Eine DNA-Analyse führte zu einem 31-jährigen Iraker, der erst im vergangenen Jahr mit seiner Familie nach Deutschland flüchtete. Heute ist Haftbefehl ergangen wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes, nämlich zur Befriedigung des Geschlechtstriebes, wegen Freiheitsberaubung, gefährlicher Körperverletzung, wegen vollendeter und versuchter Vergewaltigung und wegen Raubes, weil er in einem zweiten Fall dem Opfer nach der Tat noch Geld aus dem Portemonnaie genommen hat. Erst Freiburg, dann Bochum. Viele fragen sich, ob solche Gewalttaten von Zuwanderern nur Einzelfälle sind. Laut BKA gab es in Deutschland 2014 insgesamt über 36.000 aufgeklärte Sexualdelikte. Davon wurden 2,6% von Zuwanderern verübt. Gemeint sind Asylbewerber, Flüchtlinge, Geduldete und Menschen ohne Aufenthaltsstatus. Dieser Anteil erhöhte sich innerhalb eines Jahres auf 4,6% bei ungefähr gleich vielen Sexualstraftaten. Im gleichen Zeitraum hat sich die Zahl der Zuwanderer fast verdreifacht. Einige Experten sehen es kritisch, allein auf die Statistik zu schauen. Entscheidend ist die individuelle Geschichte der jeweiligen Täter, wenn es sehr brutale Taten sind. Das lässt sich nicht über die Nationalität erklären. Tötungen von Frauen und Vergewaltigungen sind auch in den Heimatländern dieser Menschen nichts Häufiges, sondern extrem seltene Delikte, die spezielle Vorgeschichten haben. Es sind brutale Einzelfälle, die die Öffentlichkeit beschäftigen. Im kommenden Frühjahr will das BKA die Zahlen für 2016 über die Kriminalität unter Zuwanderern veröffentlichen, um genauere Analysen zu ermöglichen. Deutsche Schüler haben in der jüngsten PISA-Studie ihren Platz im vorderen Mittelfeld gefestigt. Die OECD legte ihr aktuelles Bildungsranking heute in Berlin vor. Verbessert haben sich die Leistungen der deutschen Neuntklässler vor allem beim Lesen. In Mathematik liegen Singapur, Hongkong und Macau vorn, Deutschland auf dem 16. Platz. Ähnlich sieht es bei den Naturwissenschaften aus. Auch hier konnten die deutschen Schüler nicht nach oben aufschließen. Für die Studie wurden weltweit etwa 500.000 15-Jährige aus 72 Ländern getestet. Smogalarm in Paris und Umgebung. Wegen zu hoher Belastung durch Feinstaub und Stickoxide hat die Präfektur bis morgen ein Fahrverbot für jedes zweite Auto verhängt. Heute durften nur solche mit geraden Endziffern auf den Nummernschildern fahren, sowie Taxis, Krankenwagen und bestimmte Lieferfahrzeuge. Zur Entlastung war der öffentliche Nahverkehr kostenlos. Die Bewohner der französischen Hauptstadt leiden seit Tagen unter akuter Luftverschmutzung. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 7. Dezember. In den Norden Deutschlands lenkt ein Tief Wolken, sonst sorgt Hochdruckeinfluss weiterhin für eine Mischung aus Nebel und Sonnenschein. Heute Nacht gibt's im Norden Wolken, weiter südlich oft Nebel, besonders im Bergland funkeln die Sterne. Morgen im Norden viele Wolken und gebietsweise etwas Regen, sonst ist es außerhalb und oberhalb des Nebels freundlich, im Süden sonnig. Heute Nacht an der See wieder frostfrei, im Osten dagegen bis minus 10 Grad. Am Niederrhein morgen recht mild, im Dauernebel weiterhin frostig.
Am Donnerstag in der Nordhälfte viele Wolken und stellenweise Regen, in Küstennähe windig. Weiter südlich gibt's weiterhin teils Nebel, teils Sonne. Freitag und Samstag ändert sich an dieser Zweiteilung des Wetters nur wenig. Um 22.15 Uhr begrüßt sie Ingo Zamperoni zu diesen Tagesthemen. Schwieriger Atomausstieg, Rückbau der strahlenden Reste sowie Hollywood erobert China. Geld verdienen im Reich der Mitte. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.